habe ich ja gar nicht gerechnet. Hast du gerade Zeit? Kann ich reinkommen? Oder? Komm rein, wie es in der Jahreslosung so schön heißt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, aber das stimmt ja nicht immer. Wie, was meinst du? Naja, gerade Menschen wie ich werden häufiger von Kirchen abgestoßen. Setz dich, wir können da ja mal gerade drüber sprechen. Also dieses, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, das erlebst du gar nicht als wahr bei uns in der Kirche. Naja, nicht ich direkt, aber Freunde von mir schon eher. Also und Menschen wie du, da meinst du jetzt Menschen, ja, die sich anders anziehen, die anders aussehen, sich anders lieben? Ja. Genau. Okay, und tatsächlich, dass ihr Ausgrenzung dann erfahrt von Kirchen und von Christen? Ja. Okay, also dass gerade das Thema Homosexualität eigentlich doch noch nicht so angekommen ist oder akzeptiert wird. Ja. Das finde ich ganz schön krass, weil gerade so die Nächstenliebe, die Jesus immer predigt, hätte ich gedacht, steht dann vielleicht weiter oben. Ja, ja, aber was genau sagt denn die Bibel eigentlich dazu? Ja, das ist die Bibel und das Thema Homosexualität, also ich sag mal, Liebe auf Augenhöhe, das kennt die Bibel gar nicht. Ja, ja, das war zu der Zeit nichts, was gesellschaftlich gelebt wurde. Und deswegen steht in der Bibel, stehen eher Art Verbote, aber die sprechen dann eher sich gegen Tempelprostitution oder Lustknaben aus. Ja. Und sowas gehört natürlich verboten. Immer wo jemand gezwungen wird, etwas zu tun und wo das nicht auf gleicher Ebene geschieht. Ja, aber es gibt ja diesen Satz, liegt ein Mann bei einem Mann wie bei einer Frau. Ja, ich weiß, was du meinst. Steht in Levitikus. Ich kann ihn uns einmal vorlesen, den kriegt man wahrscheinlich dann öfter zu hören, dass das irgendwie Sünde sein soll oder so. Ja. Genau, Levitikus 13, wenn jemand bei einem Mann schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Greuel ist und sollen des Todes sterben. Ja, da sagt jetzt manch einer, das ist Sünde. Da steht erstens nicht, dass es Sünde ist. Ja. Ja? Da steht, es ist ein Greuel und sie sollen des Todes sterben. Und das steht aber ganz oft, gerade im Buch Levitikus im Alten Testament. Wir haben hier ein paar Sätze vorher. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Entschuldigung, und wer tut das nicht? Ja? Also es ist genau die gleiche Formulierung. Oder wenn wir sagen, das Wort, mit dem es ist ein Greuel, meint Sünde, dann haben wir das auch in Levitikus. Nämlich in Levitikus 11. Da steht dann zum Beispiel Levitikus 11, Vers 10. Aber alles, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in den Bächen, was sich regt im Wasser und allem, was lebt im Wasser, soll euch ein Greuel sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen, denn sie sind ein Greuel. Das bedeutet übersetzt, wenn es nicht Fisch ist, sondern irgendwie eine Muschel, so Meeresfrüchtesalat sozusagen, ist es genauso ein Greuel. Ja, ja, und dann frage ich mich, wer von uns Menschen kann denn entscheiden, welches Gebot wichtiger ist? Da gibt es keine Abstufung. Also das suchen wir uns heute einfach aus. Das scheint noch ein Greuel zu sein und das nicht mehr. Weil fast jeder isst mal gerne eine Pizza Frutti di Mare oder so. Und das heißt, das ist nichts anderes, diese Gebotsauflistung mit dem Mann und dem Mann. Da steht ja auch nicht, eine Frau soll nicht bei einer Frau liegen. Da merkt man wieder, gleichgeschlechtliche Beziehung kennt die Bibel nicht. Ja. Hier geht es um was anderes. Hier geht es um was Situatives, was aus dem historischen Kontext bedingt ist. Zum Beispiel damals Muscheln zu essen oder eben Meerestiere. Ne, so eine Auster, die hält sich nicht lang. Die muss immer gekühlt sein. Mhm. Da gab es diese Kühlketten noch nicht, im Kühlschrank. Dann hat das wirklich zu Problemen geführt, wenn du es gegessen hast. Ne, konntest du sehr krank werden, vielleicht auch dran sterben. Und ich meine, ähnliche Dinge sind da auch gemeint. Mann bei Mann liegt, da gab es sicherlich auch schon AIDS oder so. Heute wissen wir auch, wie das verhindert werden kann, mit welchen Mitteln. Und es ist also nicht mehr so, dass es dem Leben schadet. Also letztlich sind die Gebote in der Bibel alle dafür, dass sie das Leben fördern sollen und dem Leben dienen. Und wenn heute die Bedingungen anders sind, dann dürfen die Gebote sich auch verändern. Deswegen dürfen wir Pizza Frutti di Mare essen und deswegen darf es auch gleichgeschlechtliche Beziehungen geben. Das ändert sich. Ja, und dann sagt jetzt mancher, gut, Altes Testament, ist alles alt, was sagt denn Jesus oder was sagt das Neue Testament? Ja. Und naja, unser Freund Paulus, der sagt ja auch gerne mal was. Und der hat zum Beispiel auch was zur Ehe gesagt. Und er schreibt, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Das steht im 1. Korinther im 7. Kapitel.
Und dann merken wir wieder, die Bibel kennt dieses Konstrukt oder diese Beziehung einfach nicht, die gleichgeschlechtlich ist, sondern nur heterosexuell. Mhm. Ne? Frau mit Mann, Mann mit Frau. So wie im Prinzip auch die Schöpfung uns das schon hier berichtet. Da merkt man auch, es ist alles aus damaligen Verhältnissen aufgeschrieben, was die Menschen kannten. Gott schuf den Menschen zum Mann und zur Frau. Ja. Und wenn man aber da im Originaltext auch schaut, dann ist die Übersetzung eigentlich, er schuf sie männlich und weiblich. Das bedeutet, ein Mann kann genauso gut weibliche Attribute haben und eine Frau männliche. Gott selbst ist weder Mann noch Frau, der hat beide Attribute. Ja. Und da müssen wir immer so ein Stück weit auch die Entstehungsgeschichte der Bibel mit reinnehmen und aus welchem Kontext ist es geschrieben. Ja, und wenn man dann eben auch nochmal Paulus selbst anführen möchte und sagt, aber es steht doch in der Bibel, ja, Paulus selbst hat sogar auch geschrieben im Galaterbrief, da ist weder Mann noch Frau, da ist weder Grieche noch Sklave noch Freier, sondern wir sind alle eins in Christus. Hier, das steht auch hier auf diesem wunderbaren Kreuz, vor Gott sind alle Menschen gleich, in Christus sind wir alle gleich. Also dann sind diese ganzen Unterscheidungen aufgehoben und da geht es letztlich darum, dass wir als Menschen einander lieben, einander Gutes tun, auf Augenhöhe und nicht jemanden ausgrenzen oder wegschicken. Und dass das euch passieren muss in den Zeiten, sage ich mal, die jetzt eigentlich schon so modern sind, das finde ich traurig und es tut mir auch leid. Und da hoffe ich, dass wir uns einfach noch gemeinsam ein Stück weiterentwickeln in die richtige Richtung. Und dass wir eben Jesus-Gebote als erstes nehmen, ne? Ja. Also liebt Gott und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Ja. Und wenn ich gerade dich als Beispiel nehme, als du Konfi warst, du warst einer der engagiertesten Konfis, ja. Und wie schade wäre es, dich da in der Kirche nicht zu haben, ja, weil wir sagen, hey, du gehörst hier nicht hin, aber mit welchem Ansatz denn? Ja. Du gehörst zu Gott, du bist ein Kind Gottes wie jeder von uns. Also bitte immer gerne wieder klingeln, du bist willkommen.